Wir als Grüne haben den Tierschutz ja quasi in den Genen unserer politischen Bewegung. Und deswegen haben wir natürlich aufmerksam die Debatte verfolgt. Und ich muss sagen, dieses Dokument, das steht auf einem Übergangspunkt vielleicht, einer ziemlich verworrenen Diskussion, die innerhalb der Südtiroler Volkspartei geführt worden ist und auch in der Öffentlichkeit. Und die ich bis zum Schluss nicht ganz verstanden habe und ebenso wenig verstehe ich auch dieses Dokument. Jetzt kann das natürlich mit meinen bekannten Grenzen meines eigenen Denkens zusammenhängen oder aber man versteht wirklich nicht, wohin wir wollen. Und ich meine, es geht einerseits in dieser Diskussion italienweit um die Verfassung. Die Verfassung ist das Dokument, das die Grundrechte für den Staat, in dem wir leben, festschreibt. Es gibt einen Vorstoß, das Tierwohl in diese Verfassung aufzunehmen, zusammen mit Umwelt und Biodiversität, wenn ich mich recht erinnere. Betrifft uns das, ja oder nein? Ich sage als Bürgerin dieses Staates ja, und zwar ohne Wenn und Aber. Das betrifft uns. Und wenn wir sagen, wir brauchen über Tierwohl gar nicht mal diskutieren, weil da sind wir alle dafür und ich hoffe, das sind wir wirklich, dann müssen wir bedingungslos dafür sein. Denn wenn das Wohl der Tiere als unser Mitwesen auf diesem Planeten in der Verfassung Italiens so wie in anderen Verfassungen niedergeschrieben wird, dann repräsentiert das unsere Meinung und unser Wertesystem. Innerhalb dieser Verfassung werden dann Gesetze gemacht. Die müssen mit der Verfassung übereinstimmen, auf Staatsebene und auf Landesebene. Und innerhalb dieses Verfassungsrahmens und innerhalb unseres Autonomierahmens werden wir uns bewegen. Deswegen habe ich von Anfang an nicht verstanden, warum man hier einen Kontrast aufbaut zwischen Autonomie und Verfassung. Und wenn ihr hier wirklich einzelne Pfründe bedienen wollt, dann müsst ihr euch sagen, was man hier eigentlich will damit. Dann muss man es klar sagen und nicht herummurksen mit Autonomie und Zuständigkeit und hier außerdem nochmal das Festschreiben in der italienischen Gesetzgebung. Ich meine, das in dem Sinne, glaube ich, braucht das Parlament nicht eine Aufforderung vom Landtag Südtirols, ob es Gesetz macht, wenn es in der Verfassung außerdem durch diese Abänderung ja schon so hineingeschrieben wird, dass für das Tierwohl leider eben nicht die Verfassung zuständig ist, sondern nur mehr die ordentliche Gesetzgebung. Also vielleicht erschließt sich durch die Debatte hier im Landtag diese Sache mehr, aber diese Logik, die ich versucht habe aufzublättern, die, glaube ich, ist sehr viel durchsichtiger als dieses ganze Herumgedruckse in den letzten Wochen. Ich würde mir ein Bekenntnis zum Tierwohl auf Verfassungsebene wünschen. Wenn dieser Ruf aus diesem Landtag dringt nach Rom, dann ja. Aber das ist nicht dieses Dokument. Das geht nämlich, außer ich habe es wirklich falsch verstanden, komplett in die andere Richtung. Und das ist das, was man mit dieser grausigen Floskel, die ich überhaupt nicht mag, ein Lippenbekenntnis nennt.